Ja, willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ja, Kirby Schattenbetrohnen Traumland. Oder viel besser gesagt, Kirby Nightmare in Dreamland. Das friedliche Traumland ist in großer Gefahr. Alle Träume von Traumland entsprangen dem einzigartigen Traumbrunnen. Im Traumbrunnen sammelten sich die Träume und Wünsche aller Lebewesen. Er schenkte süße Träume und die wohltuende Ruhe des tiefen Schlafs. Doch eines Tages verloren plötzlich alle Bewohner von Traumland die Fähigkeit zu träumen. König Nickerchen nahm einfach ein Bad im Traumbrunnen. Er hat sogar das Sternzepter, die Energiequelle des Traumbrunnens, gestohlen, zerbrochen und die Stücke an seine Untertanen verteilt. Und Kirby macht sich auf zu einem großen Abenteuer, um allen Bewohnern von Traumland ihre entspannenden Traumphasen wiederzugeben. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Also, geht's nicht mehr weiter. Ja, ich habe das Spiel schon zu 100% durch. Und wollte das jetzt einfach mal mit euch let's playen. So, dann fangen wir einfach mal an. Das ist ein echt schönes Spiel, so eine Art, ja, Remake von Kirby's Dream Land. Die 1 bis 3 sind für den Game Boy erschienen. Richtig coole Spiele. Und ja, das ist so ziemlich eins der ersten danach. Und wow. So bin ich gerade so verdammt schlecht. Ich meine, im ersten Level sollte man sich eigentlich nicht treffen lassen. Das ist schon peinlich genug. Ja, ja. Die Musik ist geil. Okay. Also wenn man doppelt nach vorne drückt, ja. Nein! Wieso hat er mich jetzt erwischt? Naja, egal. Rennt man, wenn man B drückt, kann man einsaugen oder eine Fähigkeit einsetzen. Und wenn man A drückt, kann man springen. Das ist so die einzige Steuerung. Achso, unten und B macht man sowas. Ja, kann man manchmal ganz gut gebrauchen, wenn Gegner nerven, die man schnell einsaugen muss. So, und wenn wir hier richtig A drücken, können wir ganz nach oben auf die erste Etage. Dann bekommen wir ein Leben. Naja, ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich merke, oh, da gab's gar keinen Schalter. Ja, ich will mit euch die 100% erreichen. Dafür muss man alle Schalter in den Leveln finden. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob ich das noch alles weiß. Das ist nämlich... Wow. Nein. Gar nicht so einfach. Kommen wir hier weiter? Nee. Also wir müssen hier in den Stern und der bringt uns dann in dem Level etwas weiter. Lass uns hier hochspringen und weiter geht's. Ja, Kirby-Spiele. Natürlich werde ich weitere Kirby-Spiele let's playen. Ah, verdammt. Na gut. Ah, jo. Jetzt die Bomben einsaugen und dann einfach aufdrehen. Wenn wir den Endgegner hier einsaugen, dann bekommen wir eine richtig gute Fähigkeit. Aber gut, lasst euch überraschen. Die ist verdammt extrem, sage ich jetzt einfach mal. Verdammt extrem. Ja, die ist wirklich extrem. Wir dürfen nichts machen. Wir müssen hier jetzt so bleiben, weil diese Fähigkeit... Na gut, ich zeig's euch einmal. Bäm, die killt alles. Aber das Problem ist, die killt nur alles, was innerhalb des Bildschirms ist, ne? Und auch Gegner, die außerhalb des Bildschirms sind, kommen wieder. Das heißt, wenn wir hier jetzt zurücklaufen, dann sind da wieder alle Gegner. Das erinnert einen, auch wenn das jetzt natürlich beim Game Boy Advance wieder möglich ist, dass das geändert wird, haben die das drin behalten, weil das in Kirby's Dream Land auch so war und natürlich auch die Schwierigkeit erhöht wird. Also sonst wäre das Spiel hier ja echt einfach. Und diese Fähigkeit ist auch richtig gut. Also hiermit können wir jetzt einfach uns so ein Blitzschild machen. Und hopp, nein, das wird nichts. Na, da habe ich ein bisschen zu früh, zu früh A gedrückt. Das passiert natürlich. Und ist hier ein...
Nein, da ist auch kein Schalter drin. Okay. Da ist aber ein Schalter drin. Bestimmt. Das Problem ist, am Anfang erkennt man das noch nicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich ein paar Mal die Level doppelt machen. Warten. Komm her. Danke. So. Du kommst auch her. Da ist noch ein... So. Die Fähigkeit ist richtig geil. Also, das ist jetzt nämlich meine Lieblingsfähigkeit. Feuerball. Ja, da wird Kirby quasi zu seiner Feuerkugel. Und kann alles wegrammen. Die ist echt overpowered schon fast. Und man kann sich relativ schnell fortbewegen. Achtung, der macht gleich was. Nicht der Fisch, sondern das Teil da unten. Ah, Mist, da kommt man jetzt gar nicht mehr runter wegen dem blöden Fisch. Ja, war klar. Da konnte ich nichts mehr machen. Hätten wir eigentlich den Feuerball unter Wasser einsetzen können? Ich weiß es nicht. Ja, diese Fähigkeit gefällt mir nicht, deswegen lasse ich die hier. Also die behindert einen nur. Die ist so langsam. Aber da haben wir ja wieder den Feuerball. Die muss ich nicht so lang aufladen. Nein! Komm jetzt runter, oder? Nein. Jetzt runter. Ach, da kommt man gar nicht runter. Oh, ja. Das war natürlich jetzt mal fies. Hahaha. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Diese Fähigkeit kriegen wir gar nicht, wenn wir die einsaugen. Man kann keine Feuerbälle losschicken. Oder ich weiß nicht, womit. Sagen wir es mal so. Oder? Ist hier ein Schalter versteckt gewesen? Nein! Okay, mal. Jetzt werde ich mal hier die kleinen Minispielchen ausprobieren mit euch. So müssen wir hier mit einer Pfanne eine Bombe schlagen. Das ist sowas wie, ja, die heiße Kartoffel. Und wer nicht schnell genug A drückt, der explodiert. Ah, Mist, das war schlecht getimed. Deswegen kriegen wir sie jetzt zurück. Ah, die war schon ein bisschen besser. Aber immer noch nicht perfekt. Wir müssen sie ein bisschen schneller kriegen. Oh, der war sehr gut. Okay, grün ist auch draußen. Ah, der war schlecht. Ah, wir schicken die immer so. Boah, der war schön. Aber jetzt ist er extrem schnell. What the... Boah, wir haben es aber trotzdem noch geschafft. Okay, dafür bekommen wir jetzt 3 Leben. Yee. 3 Leben. Und weiter geht's hiermit. Hier können wir uns eine Fähigkeit einsaugen. Das ist in dem Fall das Schwert. Eine richtig coole Fähigkeit, finde ich. Also auch wieder eine der guten. Ah ja. Da sollten wir jetzt unsere Fähigkeit aufgeben bei dem hier. Ah Mist, wieso... Was mache ich eigentlich hier? Ja. Der ist eigentlich total einfach, aber ich habe hier irgendwie gerade Probleme. So, das hätten wir. Weiter geht's. Och Mann. Mach doch mal, jetzt schick doch mal dein Eis. Na komm. Das gibt's doch nicht. Ich will mich nicht so lange mit dir aufhalten. Ja. Was sollen wir hier machen, hä? Ich kapier's nicht. Jetzt, oder? Ja, danke. Okay, mal sehen, was er uns gibt. Ah ja, das war dieser komische Eskimo, genau. Und was bekommen wir hier? Vorgesetzt. Zack. Ja, der Eskimo ist auch richtig gut. Gefriert alle Gegner im Umkreis ein. Die können wir dann auch nochmal auf andere Gegner schicken. Zack. Schon cool, wenn man damit umgehen kann. Kann das sehr, sehr mächtig sein.
Leider können die Gegner auch wieder auftauen, wenn man nicht schnell genug kommt. Das ist der einzige Nachteil, aber... Na gut, wirklich ein Nachteil ist es auch wieder nicht. Das ist zwar auch kein Vorteil, aber... Man kann ja dann schnell genug weg, wenn man sie eingefroren hat. Also man muss sie ja nicht zwangsläufig umbringen. Ich meine, das sind doch liebe Geschöpfe. Die haben doch niemandem was getan. Sie wurden nur die Träume geraubt und... Hey, wenn das nicht mal der Lolli ist. Das ist sowas wie bei Super Mario der Stern. Und das Leben hole ich mir jetzt noch. So. Komm, ach Mist. Keine Ahnung. Entweder zu früh oder zu spät. Irgendwas mache ich falsch gerade. Also normal kann ich das. King DDD. Was ist das? Wieso King DDD? War er nicht eigentlich unser Freund? Naja. Komm her. Hey, wo ist er denn? Ach so, runter. Ja, gut. Der Baum. Ja, der typische Endboss in Kirby, auf jeden Fall in Kirby's Dreamland und natürlich auch Nightmare Dreamland, was ja eine Art Remake ist. Und das hat wehgetan, glaube ich, sonst würde er jetzt nicht heulen. Naja. Ist auch einer der einfachsten. Und schon sind wir in Welt 2 und haben Welt 1 zu 100% abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier jetzt endlich mal einen Schalter zu Gesicht bekommen. Ach komm. Wenn wir die 100% geschafft haben, glaube ich, kommt nochmal eine extra Mission dazu. Und zwar müssen wir dann das Ganze mit 3 statt 6 Leben durchspielen. Also ihr seht schon unten diese Energieanzeige. Und danach gibt's noch ein, ja, wie soll man das nennen? Ich hasse diese Gegner, Mann! Die sind so scheiße... unberechenbar. Und man kann ihre Feuerbälle auch nicht abwehren, man kann ihnen wirklich nur ausweichen. So, diese Gegner darf man nicht einsaugen, sonst passiert das hier, Moment. Oh mein Gott! Dann werden sie aggro, weil die lassen sich nicht gern einsaugen. Aber sonst sind sie eigentlich ganz lieb. Und machen nichts, solange man sie halt nicht einsaugt. Ah, das! Scheiße. Jetzt haben wir den Schirm. Mit dem können wir schweben. Yay! Und ihn auch ein bisschen als Waffe benutzen. Also, ja. Ihn ein bisschen ausschütteln. Wie man das kennt, wenn man jemanden ärgern möchte. Keine Ahnung, in der Schule oder so. Dann wird meistens... Ja, oder was heißt, dann wird meistens dann... Kann man den Regenschirm ganz gut dazu benutzen, indem man ihn einfach... Ja. Auf und zu macht und den anderen nachspritzt. Yay. So, ja. Das war auch dieser Level. Und? Nein, sieht nicht so aus, oder? Nee. Hm. Dann gibt's jetzt noch ein kleines Minispiel, was ihr noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, war's das doch für diesen Part. Ich meine, wir sind echt weit. So, wir müssen hier jetzt A drücken und immer, wenn diese... Dinge auftauchen. Ah, Mist. Ich bin sowas von aus der Übung. Ah, prima. Oh, und dann bin ich... Nee, dann habe ich es zu früh gemacht. Prima, yay. So, jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Fahrt auf. Das ist gut. Oh, nein. Ja. Was ist denn das? Naja, immerhin zweiter. Nee, also das möchte ich jetzt nochmal machen. Können wir zwar leider nicht. Dazu müssen wir jetzt erstmal ein... Ich glaube, wir müssen nur ein Level machen. Ist aber auch egal. Naja, wir haben jetzt 2 Leben bekommen. Haben jetzt insgesamt 8 Leben.
Ja, und das war's dann für diesen Part. Bis dann und ciao.